Moin zusammen, wir gehen jetzt mit dem Challenge Mode in eine von den drei Maps. Oh, es ist die Maple Lodge. Die hatten das ist ja auch nur mittelgroßer. Und dann kriegen wir auch die Medium Map Aufgabe auch erfüllt, weil die ist ja eine Medium Map. So. Und es schneit. Besser als Regen. Starter Items ist Buggy. So, dann machen wir die Vorbereitungen für die Camp Maps. Und dann geht's Regen auf. Ja, dann rein da. Sucht euch aus, wo ihr hingeht. Ich glaube, ich gehe mal zum Loch. Und macht euch die Lichter an. Ich glaube, der Sanity Drain ist hier in dem Challenge Mode ziemlich hochgestellt. Bruno Papa. Boah. Ach, du hast noch die Musicbox vergessen. Wo war die nochmal? Die Musicbox ist beim mittleren Lager. Ah, nee, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon. Also Lichter anmachen, ne? Ja, so da, wo du eben suchst. Hi, Jason. Hier liegt eine Taste umgekippt. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet. In dem Rezeptionsbereich ist immer eine umgekippte Taste. Das ist normal. War komisch. So, die Monkey Paw war hier auf einem Fass, sagst du. Na, guck mal, ich sehe so. Hätte ich jetzt lustig finden, oder was? Das funktioniert. Komisch, manchmal funktioniert's, manchmal funktioniert's nicht. So. Jetzt nur noch den Summer Night Circle. Also in der Lodge war jetzt nichts Auffälliges gewesen. Bis auf das mit dem Fernseher und Telefon. Ich glaube, ich hab alles. Ja. Ich kann ja mal kurz im Spiegel gucken, wo der Geist ist. Ach, der ist da, wo das Spielezelt ist. Ich glaube, das ist hier links. Wenn man reingeht, links direkt. Ja, ich hatte ja auch Freezing Breathing hier im weißen Zelt, aber wir haben ja Schnee. Ja, hier ist er auch, bei diesem weißen Zelt hier, wo die Voodoo-Puppe ist. Ja, da liegt hier auch was. Ja, ich suche mal den Knochen weiter. Ja, der wirft hier auf jeden Fall Sachen. So. Hier sind auch noch zwei Ersatzversteckchen. Also hier kann man den Geist eigentlich so durch die ganze Map so irgendwie looten. Das müsste eigentlich gehen. So, wo sind die Bücher? Ich glaube, die können in dem Challenge-Mode auch nicht den Raum wechseln. Airball, kein Oni. So, mit der schon mal raus. Oh, warum ist hier ein Wolf? Ich krieg hier im EMF im linken Lagerfeuer. Beim Lagerfeuer ist doch auch der Geist da. Oh. Ja, was ist das? Ach, hier liegt ja schon ein Buch und hier. Der Spiegel hat mir das so gezeigt. Ach so, weil. Ach, ich dachte, mit Spielezelt meinst du dieses Zelt, wo Markus und so ist. Boah, das war jetzt gerade ein Wurf. Der hat den Ring hier geworfen. Hast du eine Fotokamera und ein EMF? Ich suche hier den Knochen weiter. Ja, ich habe eine Foto und EMF. Ja, warte, nehme ich das, was ich hier am Eingang so finde. Hab ich EMF? Hier am Spielezelt, hier, ne? Was ist das hier? Bin ich jetzt blöd? Ah, nein, nein. Wo ist denn hier eine Fotokamera? Hier. Was? Ja, leider ist kein EMF hier am Eingang. Sonst hätte ich nicht geguckt, hier. Ob es EMF 5 ist. Schon im Geisterraum mit EMF und Fotoapparat auch. Feuerzeug auch. So, der Knochen ist im, was weiß ich, Roland. Okay. Ich bin ja nicht mehr zurück, ich kann mich ja nicht aus, warte mal, mal gucken. Ach, ich frag den mal auf dem Board. Die ganze Zeit, dann muss ich mal gucken. Kann man hier eigentlich auch rausnehmen? Ja, kann man nicht. Ach, nee, so einfach. Kiki, alles nimm gut? Mich doch nicht mit, Mensch! Ach, Kiki, nimm den Geist weg, ey. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Kiki hat den Geist den ganzen Weg damit genommen. Ich wollte gerade die Spiritbox ausprobieren, weißt du? Kiki, nimm mir einfach den Geist weg, ey.
Schon nach UV, UV nee, gekommen? Der ist immer genau dann reingetreten, wenn ich da die noch nicht hatte, aber jetzt habe ich eine hier. Haben wir da einen Sensor? Ja. Ach, Orbs hier zu kriegen wird auch schwer. Obwohl der ist im Spiele zählt, ne? Ja, ich mach mal das Licht aus, vielleicht siehst du ja was. Ich sehe hier nichts. Keine Orbis? War das ein RMR5? Ah, das ist ein. Ich hab grad ein. Oh, war RMR5. Das ein Hand oder ein Event? Das war. Hier hat er gerade was geworfen. Sag mal, bist du ein Oni? Was geht denn mit dir ab? Oh, Leute, wir haben EMF. Ja, wollte ich gerade sagen, wo ist denn das EMF? Kommt hin, das sind so ich, Oni. Ja. Könnte wirklich ein Oni sein. Mach mal hier das Licht an, Mensch. Obwohl, nee, Quatsch, ich kann gar kein Oni sein, weil wir den Airborn haben. Wir haben OV, OV. Okay. Oh, es könnte ein Gorio sein. Oh, wo ist der zweite Dotzi? Ich habe hier jetzt noch einen, ich überlege gerade, wo ich den noch hin tun soll. Ich tue den mal hier so an das Ding hier. Dass der ein bisschen nach draußen geht. Okay, das heißt, wir müssen mit einer Kamera aus der Ferne den beobachten, weil, ja. So, Bücher sind ja da, ne? Für Meiling, ne? Ja. Ich verteile hier schon mal so ein paar Taschenlampen. Also hier kann man ihn eigentlich überall so lang ziehen, den Geist. Wir müssen nur aufpassen, dass uns der Breaker gleich nicht um die Ohren fliegt. Also am besten nur das Nötigste an Licht anmachen. Och Mann. Wir brauchen noch einen Beweis, Leute. Also ehrlich, ich probiere mal die Spirit Box. Ja, versuch die mal. Ich hatte gerade einen Whisper. Okay, ich habe jetzt das Salz durch die Türen gelegt. Will mir auch nicht antworten. Das ist bestimmt ein Gurio. Ich guck mal hier mit der Kamera. Also der Geist ist ja am Spielezelt, ne? Das heißt, wenn ich hier am linken Lagerfeuer stehe, dann zählt das nicht als in seinem Raum stehen. Eigentlich schon, ja. Eigentlich müsste das als einzelner Raum zählen. Das ist eine Hand! Die Tür ist zu. Komm her, komm her. Hilfe! Komm her, hier ist Salz. Lauf, lauf, lauf. Wo wollen wir den langen suchen? Lauf einfach zur Lodge. Ich hab keinen Sprit. Passt schon. Aber wo in der Lodge wollen wir den langen suchen? Ich habe einen Smudge dabei, dann können wir dann den Smudgen und zu seinem Geist herumlaufen. Wir können mal testen, ob das hier Line of Sight blockt. Kann man hier so hin? Wo ist der Geist? Der ist uns gar nicht nachgekommen. Siehst du, er hat uns schon verloren. Oh, Mann. Das heißt, wenn wir den mal irgendwie hier hinlocken können, nachher können wir mal testen, ob das hier Line of Sight blockt. Vielleicht kann man den ja hier auch loopen um die Dinger. So ein Tisch würde auch gehen, aber ein Tisch blockt nicht Line of Sight. Da müsste er dann auch schneller werden. Ach, der will nicht. Geh mal durch die Mitte und mach in der Mitte das Licht wieder an. Mitte? Du meinst hier das Zelteland hier? Ja, hier in der Mitte, wo dieser Totem-Dingens ist, da kannst du das Licht dann anmachen. Falls wir den da mal rumlupen wollen. Welcher Totem? Egal. Ah, ich habe hier die Karten umgelegt, ich bin schlau. Ach so, das Licht hier hat er ja gesprengt, ja. Soll ich mal. Ach wohl, wir müssen Sanity checken, ihr Spezialisten. Ich mach das mal kurz. Also er klang sehr normal, ne? Er sah auch normal aus vom Flackern. Ja, das ist normaler Hunting Mage. Das ist bestimmt ein Gorio. Ich guck mal auf den Kameras. Ich meine, Obacke, ne? Dafür müssten wir den angucken und den ein bisschen loopen. Ich nehme mal hier eine Kamera mit und gucke mal, ob ich damit vielleicht dort sehen kann. Aber wie ist der dem Kruzi ausgewichen? Sehr komisch. Ja toll, der wirft hier vor meiner Nase etwas. Ich sehe noch keine Dots.
Aber das heißt ja nicht. Hand, hau. Schaut mal auf die Kameras den an. Ghost! Oh, er kommt. Hallo. Es war doch ein Shapeshift. Hast du das Shapeshift gesehen? Der war gerade hinter der Tür, als ich das. Als er das ja, mein Obake. Ja, Küken, dann müssen wir den nachher mal hier loopen gehen. Hier um die Tische oder so. Ghost, komm her. Ghosty. Ghosty. Komm her. Hallo? Was hätte der Obake? Der hat mich schon wieder verloren. Der hätte noch einen Orb. Ich habe aber nirgends einen gesehen. Der Orb wird da schwer zu sehen sein. Stell dir schon mal vor, den Geist hier um den Totempol loopen. Das wäre auch lustig. Komm dann mit den Karten zum Dingsbums, zum Lodge, zur Lodge. Wir können den dann ja mal versuchen, bei der Lodge um die Tische zu loopen. Versuch, wenn du noch einen Slot frei hast, noch einen Smudge mitzubringen. Die stehen da vorne am Eingang. Dann stellen wir die an der Lodge auf. Inventar leider frei. Haben wir hier noch einen Smudge? Mach dafür die Lichter. So, wo ist wieder Licht, Alter? Also ich habe jetzt zwei Smudges auf mir. Okay, kommst du zur Lodge? Neut! So, soll ich dann mal... Warte, da sind diese Grills hier. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier an dem Grill nicht hängen bleiben. Dann versuchen wir den mal hier so um die Tische rumzulupen vielleicht. Vielleicht klappt das ja. Oder um das da hinten. Ich glaube, ja, oder hier kann man das auch. Ja, okay, egal, ich ziehe jetzt einfach mal. Ich werde gleich mal, entweder sterben, weil ich irgendwo hängen bleibe. Aber versuch mal. Ich ziehe. Dev. Cool. Okay. Devil. Cool. Huntet der vielleicht? Hier ist ein Lichtschalter. Ja, der huntet. Ach, Manu. Ghost. Ghost! Over here! Ghosty, komm her! Da hinten, glaube ich. Hä? Was war das für ein Babyhand? Was war denn das für ein kurzer Hand? Hä? Der kam mir war sehr der vor. Schon länger am Hunden, oder was? Ja, anscheinend schon. Der ja, warte mal, sollte ich mal kurz noch die Monkey bauen, nur für den Notfall, falls irgendwas passiert. Die Totem-Bones müsste ich auch noch kurz anmachen. Ah, ich wusste gar nicht, dass du die Smart Sticks platzieren kannst mit der F. So, Monkey Paw ist hier auf der schwarzen Kühlbox, falls man die braucht. Okay, dann versuch's nochmal. So, ich zieh jetzt wieder nur Fulls. Devil. Okay. Tower. Okay, handelt noch nicht. Moonfall. Tower. Moonfall. Hermit. Ah, das war eine Kruzi, oder? Shit, das war der Breaker. Der Breaker. Wo ist der? Hinterm Geisterraum, bei den Klos. Ja, ich soll ihn mal kurz anmachen. Ja, aber sei vorsichtig. Warte, ich komm mit. Der wird jetzt gleich bestimmt hand. Wir können hier hinten rumlaufen. Der ist direkt da bei dem Klo, weißt du? Ja, zwar direkt beim Geist. Der handelt aber nicht. Schnell. Oh. Der handelt. Oder ist der ins Salz gelaufen? Oh, der war nur ins Salz gelaufen. Mensch. Ich dachte, das wäre ein Hand. Ja, ich wusste nicht, dass da noch so eingebildet ist. Hier ist der Breaker. Also kannst du ja merken, ist ein sehr riskanter Weg. Wir können versuchen, den hier hinten hinzulocken, den Geist. Alles gut. Das oder ja. Wir hier hinrufen und dann ziehen wir den einmal komplett durch den mittleren Zeitplatz bis zur Lodge. Nee, ich würde den aber erstmal gerne hinter den Tischen rumkalten, weil das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Was ist eigentlich mit den Tischen am Eingang? Bist du eigentlich? Ich bin jetzt beim. Ach, der hat den Waker gerade wieder gekillt. Oh. Ich bin beim mittleren Zeltplatz, aber gehe jetzt wieder zurück. Ich ziehe einfach mal Karten.
Oder? Ja, zieh ruhig mal. Kannst du ja sagen, wenn du da Death ziehst. Dauer. Und die letzte. Hörnitz. Okay, das war's schon. Und nix? Nee. Er hunted, was echt. Ghost, komm hier. Ghosty. Ghosty. Over here. Ghosty. Ghosty. Hey. And hey. Ghosty. Ghosty. Ich bring den mal mit. Ghosty, komm hier. Komm. Get over here. Ghosty. Okay, er müsste mich sehen. Ich ziehe den gerade über den mittleren Zeltplatz. Ah, da war der Shapeshift. Der war gerade zum Watcher geworden. Siehst du das? Pass auf, der wird gleich sehr schnell sein. Ghosty, komm her. Gott. Ah, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und wie viele Double Bags will er denn noch machen? Er bleibt da immer stecken, siehst du das? Pass auf, was? Er bleibt da immer stecken, deshalb macht er in einer Tour. Oh, der war nackt, Hilfe, er ist nackt, wa? Warum bist du nackt? Willst du schwimmen gehen beim Schnee? Spinnst du? Also siehst du, Küken, das geht mit dem Tisch hier, weil der Geist selber dauernd an den Kisten hier stecken bleibt. Ja, ich bin ja gar nicht dazu gekommen, weil wenn ich zu dir da gekommen, hätte der mich direkt gekillt. Ja, dann versuch du ihn nachher mal hier rüber zu locken. Ich hab den jetzt, als ich hinterm Breaker war, hab ich den rüber gelockt. Da hab ich gemacht, dass der mich dann eben sieht, als er anfängt zu handeln. Aber sei vorsichtig, dass er nicht auf dir anfängt zu handeln. Aha. So, hier hinten sind die Lichter an. Ich stehe hier dann mit zwei Backup-Smudgies, falls es zu knapp wird. Und dann kannst du es ja so machen, wie ich das gerade gemacht habe. Einfach da über diesen mittleren Zeltplatz ziehen komplett. Kiki, willst du nicht auch mal hier mitkommen und den Geist da mitziehen? Ich bin im Versteck. Achso, sitzt im Versteck, okay. Küken, willst du den mal singen hören? Alles gut. Der muss ja jetzt sowieso noch herhanden. Aber du hast ihn ja nicht gesmudged, oder? Nee, hab ich nicht. Ich hab den nur rübergezogen. Ich hab noch beide Smudgies. Da liegt aber auch noch ein Putz hier, aber da würde ja das Licht ausgehen. Wenn der das benutzen würde. Okay, dann mal drauf. Hier ist noch ein Foto. Nee. Okay. Okay, die Lichter sind alle an. Das Putzi hat aber, glaube ich, noch Aufladung, ne? Noch nee. Ich glaube, noch einer hat es. Hunted. Hunted er? Okay. Versuch ihn, dass er dich da sieht, an dem Kloß, und dann versuchst du an den Kloß vorbeizulaufen. Genau, und dann drückst du B, wenn du um die Ecke gelaufen bist, dass der dranbleiben kann. Und dann läufst du da hinten am schwarzen Zelt dann gleich rum und ziehst dann einfach den Weg runter. Wow. Sieht er mich? Ah, ich sehe ihn gar nicht. Da ist er. Vielleicht sehen wir einen Shapeshift. Ja, er hat Shapeshift schon wieder den Butcher gemacht. Okay, ich gebe was zurück. Geh du an den Tisch. Und versuch's. Aber pass auf, der macht in einer Tour Double Back. Ja, siehst du, der bleibt selber auch immer stecken, wie ich immer stecken bleibe. Siehst du das? Der hat so viel eingebildet. Das ist ja, als würde man Ping-Pong spielen. Ja, das ist Ping-Pong, Geister-Ping-Pong. Wow. Oh, er war schon wieder nackt. Der macht immer die gleichen Shapeshifts, ne? Wenn er auf dem Zeltplatz ist, wird er zu Butcher und hier wird er nackig, weil er schwimmen will. Ja, aber das ist auch lustig hier, um den Tisch zu kalten. Zu lupen. Aber wir brauchen noch ein Foto, wir sind Spezialisten. Noch ein Foto, ja, dann schnapp dir eine Kamera, dann schnappe ich mir die Musicbox, dann können wir den da spawnen lassen. Wie willst du ein Geisterfoto machen? Ja, schnapp dir eine Fotokamera, ich hab die Musicbox. Wo ist die denn? Ah, ich hab eine, ich bin aber hier ziemlich nah am Raum. Komm mal wieder zu dem Kloster, dann versuche ich den von da aus sichtbar zu machen. Oh, ah, das sehe ich hier. Ah, das ist Mama, ich komme.
Du kannst entweder hier zu dem Fluss laufen oder. Ja. Pass auf, ich aktiviere die hier. Und. Oh shit. Boah, hat der mich jetzt erschrocken. Warte, ich aktiviere die nicht hier, weil der ist gerade hier. Warte, ein Stück zurück. Wie die weiter weg. Ach Mist, die Sanity war alle. Oh wow. Okay, versuch mal gleich den Hand so zu machen. Los, komm her. Los, die. Los. 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 Hallo? Ich hoffe, er hat mich gehört. Komm. Okay, er sieht mich. Komm, Ghosty. Ghosty. Okay, jetzt flitzt sie. Nicht. Oh, er kommt doch. Versuch mal so zu fotografieren. Oder nachher beim Looten kannst du es ja versuchen. Das ist... Warte, jetzt wieder der Butcher. Ja. Oh, diesmal nicht. Flitz. Los, komm hier. Okay, dann kannst du wieder hier landen. Ich mache hier den Backup. Ich will das mal bei einem anderen Echo. Ja, nimm mal einen anderen. Aber sei vorsichtig, da kommt der vielleicht leichter rum. Pass auf diesen Grill auf, da bleibt man richtig fies stecken. Sag Bescheid, falls ich smatschen soll, falls du stecken bleibst oder so. Bitte rum, geh weg. Okay, ich hab gesmatscht. Ach, du hast gesehen. Können wir den Tisch hier nehmen? Ach, okay. Das war's schon. Ich mach einfach schnell ein Kruzifoto, weißt du. Ja, kannst du ja machen. Wir haben ihn ja frisch gesmatscht. Und ich muss noch schnell Markus holen. Ja, ich komme mal mit dem Smudge einfach mit. So. Kiki, wenn du willst, kannst du schon mal Richtung nach draußen gehen. Wir machen noch das letzte Foto und dann sind wir eigentlich schon fertig. Oder willst du noch eine Runde mit dem laufen? Nee, aber war lustig mit den Schäbchen. Ja, aber es geht doch eigentlich relativ gut um die Tische, ne? Mhm. Boah, ja, mein... Das ey. Oh. Ja. Ach ja, das Licht hier ist ja kaputt. Ich vergesse das die ganze Zeit. Die mal mit ihrem Lichter sprengen. Okay, dann haben wir alles, ne? Mensch. Die war aber leider nicht da. Aber ist doch lustig mit den Tischen, ne? Mhm. Und du hast gesehen, wie oft er uns verloren hat. Also seit die Map neu gemacht haben, kann man den auch leicht verlieren, den Geist. Weil man überall so um die Ecken laufen kann. Das ist echt cool. Also war ein Gorio, ne? Obacke. Boah, Mama. Ich wollte dem Markus noch ein paar Smarties geben. Die Küche schläft wieder ein. Das ist naja, alles gut. Ah, ich hab sogar einen Wiki. Verwende verfluchte Besitztümer. Ach, hast du das auch schon voll? Ja. So, das war's für die Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.